Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und Action-Folge. Wir sitzen mal wieder in der Ecke rum und haben Filme geguckt, über die wir euch informieren wollen und unsere Meinung kundtun wollen. Und auf dem Programm heute steht: Und morgen Mittag bin ich tot. Ein deutscher Film aus dem Jahre 2013. Wir haben den vor kurzem in der Sneak Preview gesehen. Der läuft jetzt auch schon im Kino, könnt ihr euch anschauen. Und der handelt von Lea, die schwer erkrankt ist, schon seit ihrer Geburt an Mukoviszidose und jetzt ihrem Leben ein Ende setzen möchte, nicht mehr mit den Schmerzen leben möchte. Sie ist 23 Jahre jung, fährt nach Zürich, um dort mit Hilfe eines Doktors den medizinischen Freitod zu wählen und informiert in letzter Sekunde noch ihre Familie über ihre Entscheidung. Und ja, dann kommt es natürlich zu Konflikten innerhalb der Familie. Soll sie das machen? Soll sie es nicht machen? Sie lernt noch ein paar andere Menschen kennen, die vielleicht mit ihr, die ein ähnliches Schicksal haben und auch einen Ausweg suchen. Die Story ist nichts für Leute, die zart besaitet sind. Ist harter Tobak. Und gerade in diesem Genre ist es auch nicht unüblich, dass mal ein Auge trocken bleibt oder nicht trocken bleibt. Deswegen geht die Empfehlung ganz klar an die Leute raus, die sich vielleicht mit dem Thema mal auseinandersetzen möchten oder auch solche Themen verarbeiten möchten. Denn erzählt relativ authentisch, wie die Leidensgeschichte einer Mukoviszidose-Erkrankten sein kann und wie das Leben von ihr war und auch welche Leiden und welcher Druck vielleicht der Person dort ertragen muss. Ja, das Thema, der Chris hat es ja schon gesagt, ist ein sehr aktuelles Thema. Auch in Deutschland wird ja über Sterbehilfe diskutiert. Soll das Ganze zugelassen werden, wenn die Erkrankung wirklich ausweglos ist? Aus diesem Grund fährt Lea eben nach Zürich in die Schweiz, wo das Ganze wohl, wenn das Ganze historisch korrekt ist, zugelassen ist. Ja, kommen wir zu unseren eigenen Meinungen zu dem Film. Ich persönlich fand den von der schauspielerischen Leistung auf jeden Fall sehr gut. Die Handlung war auch gut rübergebracht. Alles, nichts, an dem man was auszusetzen hat. Nur leider ist das halt ein sehr dunkles, trauriges Thema, was ich in meiner Freizeit nicht unbedingt freiwillig mir anschauen möchte. Ganz persönlich gesehen ist das halt einfach ein bisschen zu niederschlagend für meinen Geschmack. Deswegen, für alle Leute, der Chris hat es schon angesprochen, die mit solchem Thema gezielt umgehen wollen. Eine klare Empfehlung für andere Leute, die vielleicht eher was Actionreiches oder was Leichtes, Lustiges sehen wollen, dann wohl eher nicht so der Fall. Also meine Meinung ist, dass Kino nicht immer nur aus dem reinen Popcorn-Kino bestehen sollte. Ähnlich wie der Dennis schon gesagt hat, man kann sich ruhig auch mal einen etwas traurigeren Film in Drama angucken. Und es ist immer gut, sich auch mal mit Themen wie Tod oder Krankheiten auseinanderzusetzen, weil irgendwann kann es jeden mal ganz unverhofft treffen. Und wenn man sich dann gerade zu so einem Thema, was ja wirklich aktuell ist, schon mal vorher eine Meinung gebildet hat, kann das aus meiner Sicht nicht schaden. Auch ich finde, man kann sich ab und zu mal mit einem Drama auseinandersetzen und wer genau so ein Genre sucht, ist mit dem Film vielleicht genau richtig. Ja, das war unsere Meinung und unsere Episode zu Und morgen Mittag bin ich tot. Wenn ihr noch weitere Filmreviews sehen wollt, dann schaut einfach mal auf unseren Kanal, könnt auch abonnieren. Und da kommen dann regelmäßig neue Videos, auch zu anderen Inhalten, Gaming-Content und so weiter und so fort. Anime-Tipps. Werbung. Also, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Und Cut.